Ich habe diese Pressekonferenz heute einberufen, weil ich mir, ich sage es ganz offen, Sorgen mache, dass die Vorkommnisse der letzten Tage und Wochen sich negativ auswirken könnten auf den Ruf der Justiz. Österreich hat ein sehr starkes Vertrauen in die unabhängige Justiz, und das ist gut so und das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir dürfen dieses Vertrauen in die unabhängige Justiz nicht aufs Spiel setzen. Die letzten Tage, Wochen und auch Jahre haben aber gezeigt, dass es immer wieder Vorkommnisse gibt, die zu Recht auch diskutiert und angesprochen werden müssen. Denken Sie etwa an die rechtswidrige Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das zu einem internationalen Reputationsverlust geführt hat. Denken Sie daran, dass immer wieder Aktenteile aus einem nicht öffentlich geführten Ermittlungsverfahren in die Öffentlichkeit gelangen. Und das oft auch, bevor die Beschuldigten, die Betroffenen, die Opfer selbst davon erfahren, dass sie in diesen Akten vorkommen. Denken Sie auch daran, dass gerade im letztdiskutierten Fall der Justizminister selbst eingestehen muss, dass er aus Twitter davon erfährt, dass sein Regierungskollege hier in einem Ermittlungsverfahren verfangen ist. Oder auch die Aufregung, die es gab, dass sich Beamte im Justizministerium wechselseitig aufnehmen und abhören. Für mich sind diese Vorfälle besorgniserregend. Und am besorgniserregendsten war auch der Vorfall, dass eine unabhängige Journalistin in diesem Land von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt worden ist. Wir wissen auch, dass dieses Verfahren dann mangels Anfangsverdacht zurückgelegt worden ist. Der Fall, der in den letzten Tagen für große Aufregung und Aufsehen gesorgt hat, nämlich der Fall um Bundesfinanzminister Gernot Blümel, ist nur einer von vielen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass auch der Landeshauptmann Peter Kaiser 5 Jahre in einem Verfahren als Beschuldigter geführt worden ist. Und das ist absolut unerträglich. Diese Verfahrensdauer ist mit nichts zu rechtfertigen. Ich bin eine Verfechterin der Rechtsstaatlichkeit. Ich trete ein für eine unabhängige Justiz. Ich komme selbst aus der Justiz. Und deshalb ist es mir auch ganz wichtig zu betonen, dass ich nicht nur hinter dieser Unabhängigkeit stehe, dass man die stützen muss mit allen Mitteln, sondern dass auch der Großteil der rund 2700 Richter und Staatsanwälte großartige Arbeit leistet, gewissenhaft arbeitet, gut ausgebildet ist und auch entsprechende Fortbildungen immer wieder macht. Das ist mir wichtig zu betonen. Das Dilemma der Justiz ist aber, und das kenne ich schon, seit ich eingetreten bin in die Justiz, dass das Spotlight ja nicht auf die Verfahren fällt, die gut, schnell, rasch erledigt werden, sondern das fällt auf die, wo es nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und genau über diese Fälle müssen wir auch reden. Da muss Kritik auch möglich sein, um im Endeffekt hier eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Was sind denn jetzt diese Kritikpunkte oder auch Verfehlungen der letzten Wochen, aber auch der letzten Jahre? Immer wieder wird Österreich aufgrund der langen Verfahrensdauer auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt. Artikel 6 in Österreich im Verfassungsrang stehend, ein Recht auf faires Verfahren, inkludiert selbstverständlich eine rasche Erledigung der Verfahren. Und warum ist das so ein wesentliches Recht? Weil es hier um die Belastung der einzelnen Personen geht, weil es hier um familiäre Belastung geht, um existenzielle Fragen geht, weil hier finanzielle Fragen auch daran gebunden sind, dass natürlich ein derartiges Verfahren, eine Verteidigung, auch entsprechende finanzielle Mittel hervorruft. Aber auch die Veröffentlichung dann von Aktendetails, und ich sage es noch einmal, von im Ermittlungsverfahren befindlichen Akten, die nicht öffentlich geführt wird, führt oft zu einer medialen Vorverurteilung. Und hier spreche ich ganz deutlich davon, dass der Unschuldsvermutung zum Durchbruch verholfen werden muss, dass das hier für alle gelten muss, dass man hier nicht medial oder sonst wie vorverurteilt wird. Das fällt für mich unter die Wahrung der absolut notwendigen Verfahrensrechte. Und wir fragen uns und wir müssen uns fragen, was können wir dagegen tun? Und was wir tun können, ist aus unserer Sicht jetzt vor diesem Hintergrund auch eine ganz klare Antwort. Wir brauchen eine unabhängige Weisungsspitze, wir brauchen einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt und damit einhergehend auch Reformen im Strafverfahren, wo dies notwendig ist, um die Verfahrensrechte, um die Unschuldsvermutung auch entsprechend wahren zu können.
Worum geht es ganz konkret? Es geht darum, die Rolle des Richters zu stärken. Der Richter, Gott sei Dank, hat ein hohes Ansehen und der Richter ist derjenige, der auch im Ermittlungsverfahren eine entsprechende Rolle spielen sollte. Es geht darum, die Verfahren entsprechend zu beschleunigen und nicht Menschen über Jahre lang in einem Status, auch in einem beschuldigten Status verharren zu lassen, wo man nicht weiß, wie das Verfahren am Ende ausgeht, was einhergeht mit der Belastung der Familie, mit der Belastung oft auch von Kindern, die darauf angesprochen werden, insbesondere dann, wenn es Personen sind, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Und ich sage es noch einmal ganz konkret, auch für die haben all diese Verfahrensrechte Geltung zu finden und auch ihnen ist in dieser Situation bei der Unschuldsvermutung zum Durchbruch zu verhelfen. Und es geht um die Übernahme der Kosten im Falle der Einstellung von Verfahren. Wenn man, wie das vielen auch widerfahren ist, jahrelang in einem Verfahren verfangen ist und wenn man sich vor Augen hält, dass zum Beispiel auch bei den von der WKStA geführten Verfahren nur rund in 1% eine Schuldigsprechung herauskommt, dann muss man sich vor Augen halten, dass mehr als 98% im Endeffekt eingestellt werden, dass aber diese 98% auch die Kosten der Verteidigung zu tragen haben und dass sie oft an den Rand der Existenz bringt. Hier braucht es entsprechende Sicherstellungen, dass es erstens rasch geht und dass zweitens diese Kosten dann übernommen werden und dass drittens auch das Vertrauen gewahrt ist, weil die Richter entsprechend stark auch eingebunden sind. Und dann möchte ich schon noch etwas thematisieren, was wir auch sehr oft erleben. Wir erleben sehr oft, dass man bei der Veröffentlichung von solchen Details dann oft schnell ist, dass das in allen Medien publiziert wird, dass sozusagen die Vorverurteilung auch medial hier ausgelebt wird, dass aber dann, wenn sich das Gegenteil herausstellt oder wenn sich Dinge als unwahr herausstellen, schlicht nicht haltbar, dann ist es oft nur eine Randnotiz. Und wenn Sie das jüngste Beispiel auch heranziehen, dann ist das so eines, über das man schon reden können muss. Da wird in einem Beschluss offenbar, so wie ich das auch in den Medien vernommen habe, ein Kalendereintrag mit dem Betreff Kurz herangezogen, um zu sagen, dass es hier möglicherweise einen Termin mit dem Bundeskanzler gab. Zu dem Zeitpunkt ist aber noch nicht klar, ob das der Fall ist. Offenbar ein Grund, um diese Hausdurchsuchung durchzuführen. Aber man geht gleichzeitig davon aus, dass es einen Termin geben hätte sollen, wo man nur feststellen möchte, ob dieser stattfand oder nicht. Also man nimmt etwas an. Kurze Zeit darauf stellt sich heraus, dass dieser Termin nicht nur nicht stattgefunden hat, sondern dass auch mit dem Kalendereintrag nicht Sebastian Kurz gemeint war, sondern Martina Kurz. Das ist schon eine viel kleinere Randnotiz in der medialen Darstellung und das ist es auch, worum es geht. Denn hier muss auch der Wahrheit zum Durchbruch verholfen werden und das muss auch festgestellt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht uns darum, den Ruf, den guten Ruf in der Justiz aufrechtzuerhalten. Es geht uns darum, dass tatsächlich auch die Verfahren dort geführt werden, wo sie zu führen sind, nämlich bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht, im Gerichtssaal und im Falle von Ermittlungsverfahren auch nicht öffentlich. Es geht uns darum, dass dem Recht zum Durchbruch verholfen wird, aber dass gleichzeitig auch die Verfahrensrechte gewahrt werden. Und aus unserer Sicht ist es am besten möglich, wenn wir jetzt auch einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt einführen und die Stärkung der entsprechenden Rechte vornehmen. Wir werden in den nächsten Wochen auch entsprechende Gespräche führen mit der Wissenschaft, mit den Betroffenen, mit Richtern, Staatsanwälten, aber auch natürlich mit dem Justizminister. Das ist unser Anliegen. Und ich darf abschließend noch einmal sagen, ich komme selbst aus der Justiz. Mir ist die Justiz wichtig. Mir ist es wichtig, dass das Vertrauen in die Justiz in Österreich auch aufrechterhalten werden kann. Und deshalb setzen wir jetzt auch diesen Schritt.